ist schon spät. Alle Fenster im Haus sind dunkel. Nur in Roberts Zimmer brennt noch Licht, denn Robert will nicht schlafen. Er sitzt in seinem Bett und ist noch gar nicht müde. Papa kommt ins Zimmer und macht das Licht aus. Warum willst du nicht schlafen? Fragt Papa ihn. Die anderen müssen auch noch nicht ins Bett, antwortet Robert trotzig. Papa schüttelt den Kopf und flüstert. Horch doch mal, es ist überall schon ganz still. Robert kann tatsächlich nichts hören. Die Leute lesen bestimmt, das macht keine Geräusche. Papa muss lachen. Schau, Robert, alle im Haus liegen schon in ihren Betten und träumen. Selbst die Nachbarin, die dicke Frau Bayer, die tagsüber immer so viel Lärm macht, liegt ganz ruhig da. Sie teilt sich ihr Lieblingsplüschtier, den blauen Elefanten Siggi, mit Herrn Sauer. Er ist Förster im Ruhestand und geht immer mit seinem Dackel Rudi spazieren. Rudi ist schon ganz alt und mag nicht mehr bellen, aber heute knurrt und kläfft er die Enten am Himmel an. Mit denen fliegt nämlich die kleine Nina aus dem dritten Stock um die Wette. Sie wurde gestern erst eingeschult. Unterm Arm trägt sie noch ihre Schultüte, aus der beim Fliegen bunte Bonbons fallen. Auf einem gestreiften Lutscher reitet der Astronomielehrer mit der merkwürdigen Brille. Er will schon seit langem hinauf zum Mond, denn dieser besteht aus seinem Lieblingskäse Gouda. Daraus backt Frau Peters ihren leckeren Käsekuchen. Den isst ihr abenteuerlustiger Neffe immer so gerne, wenn er von seinen weiten Reisen zu Besuch kommt. Zuletzt brachte er einen echten Löwen mit aus Afrika. Den verwandelt Herr Zippel, der geheimnisvolle Zauberer von schräg unten, in eines der 20 Kätzchen. Die holt er mit einem lauten Knall aus einem großen schwarzen Hut und schenkt sie Tante Mona. Sie lebt ganz allein und freut sich über Gesellschaft. Manchmal sind es jedoch so viele Tiere, dass man Tante Mona nicht wiederfindet. Dann muss Oberwachtmeister Brockmann mit seinem Schäferhund Rex zur Hilfe eilen und sie suchen. Herr Brockmann ist ein sehr fleißiger Polizist und immer im Dienst. Gerade hat er einen fiesen Einbrecher mit einer riesigen Zahnlücke festgenommen. Trotzdem klaut der heimlich die Kette von der aufgetakelten Frau Fiedel mit der rosa Fußmatte. Natürlich bekommt sie davon nichts mit. Sie ist gerade ein gewaltiges Tortenstück, das fast bis zum Himmel reicht. Wegen des vielen Zuckers hat ihr das Zahnarzt Dr. Vogel eigentlich verboten. Der Doktor hat seine Praxis ganz unten und spielt nach der Arbeit gerne Detektiv. Gerade verfolgt er Fußspuren, die ihn direkt zu Herrn Patzeks dreckigen Schuhen führen. Er ist Bauarbeiter und muss immer schwer arbeiten. Zur Entspannung geht er jeden Sonntag angeln. Am liebsten fängt er aber den Goldfisch, der Biologiestudentin mit den vielen roten Sommersprossen. Den hat sie in einem runden Glas und nimmt ihn immer mit, wenn sie kunstvoll durch den Hausflur reitet. Da schimpft aber Oma Kasch. Gerade hat sie alles sauber gemacht. Wütend schwingt sie den nassen Wischmopp umher. Ui, wie das Wasser spritzt. Robert direkt in das Gesicht. Davon wird er wach. Er reibt sich die Augen. Doch es war kein Wasser, sondern die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster fallen. Es ist schon wieder hell. Robert muss wohl doch eingeschlafen sein. Papa liegt immer noch neben ihm und schnarcht ganz leise.